Ich mache das einfach so wie immer. Ich mache das total abgefahren. Du wirst es nicht glauben. Ich sage zum Kunden einfach, suchen Sie nach einem schönen Sofa oder suchen Sie nach einer Küche. Und dann denken wir uns immer, ey, warum haben wir eigentlich den ganzen letzten Tag da Sachen erzählt? Also, wenn du es so machen willst wie immer oder wenn du es so machen willst wie alle, ne? Also es kommt eigentlich jeder halbwegs Begabte, sogar die naturtrüben Möbelverkäufer kommen drauf, über die Ware anzusprechen. Also, das ist so eine Sache, über die ich mal sprechen wollte. Wenn wir Leute kontakten, müssen wir Muster brechen und das heißt, wir müssen es anders machen als andere. Wenn wir selber unsere Ergebnisse verändern wollen, müssen wir auch Muster brechen und zwar die eigenen. Das heißt, wir dürfen es nicht so machen wie vorher. Also, über diese Mechanismen will ich mit euch sprechen, das Thema Eisbrecher auch nochmal erklären und dann können wir uns noch ein paar Statistiken angucken und ein paar Anzeigetafeln. Also, wenn du jetzt die Idee hast oder hattest zum Thema Eisbrecher, ich mache es einfach so wie immer oder ich mache es einfach so wie alle, dann ist das völlig okay. Aber denk immer dran, das kannst du schon so machen, aber dann ist es halt Kacke. Können wir uns den Spruch merken? Also, wenn wir es so machen wie alle, das kann man schon so machen, aber dann ist es halt Kacke. Das nennt sich auch die ostfriesische Bauernregel. Ne? Viele Leute sagen ja, ich mache das so, weil es alle so machen. Das heißt auch die ostfriesische Bauernregel, weil das ist die Regel, Leute fress Scheiße, Milliarden fliegen können nicht irren. Nur mal 49.980 Möbelverkäufer ansprechen mit, das ist ein schönes Sofa oder suchen Sie ein Sofa oder suchen Sie eine Küche, muss man das nicht auch machen. Oder man kann es schon machen, aber wie geht der Satz weiter? Dann ist es halt Kacke. Okay, Prinzip verstanden. Gut, weiter geht's. Ach so, zum Thema Eisbrecher kamen dann auch mehrere echt gute Beiträge, die alle darin gipfelten, ich spreche halt über Ware an. Über Ware kann man auch ansprechen, aber dann ist es halt auch Kacke. Also die beiden Sachen wollte ich jetzt echt mal aus dem Weg räumen, denn ich habe viele lustige Gespräche geführt, wo mir jemand sagte, ja, ich mache jetzt einen Eisbrecher. Aber ich mache den halt mit, wie kann ich Ihnen helfen? Da muss man als Trainer ganz tapfer sein und nochmal von vorne anfangen. Gut, paar Sachen zum Thema Eisbrecher und Kontakt. Das Ganze fängt mit der Einstellung an. Wir haben ja einen Herrn, der ist irgendwie gerade in nicht so guter Verfassung. Das kann mal passieren. Und wir haben einen, hier den Schleimbolzen, den habe ich nämlich nicht ich in Auftrag gegeben, sondern damals noch Chris. Einstellung fängt im Kopf an. Der typische Möbelverkäufer stellt sich auf die Fläche, gerade bei dem Wetter jetzt, und sagt, die wollen alle nur schauen. Durch Möbelhäuser laufen ist ein bisschen eine olympische Disziplin. Ich sehe schon, der Kunde wird mich abblitzen lassen oder der will auch nur schauen. Ganz beliebt ist auch Hellsehen, auch auf größere Entfernungen. Also ich weiß schon von weitem, ob die was kaufen. Ich habe mir da lange dann Spaß draus gemacht und gefragt, Mensch, also auf welcher Entfernung siehst du das? Sie müssen schon an der Treppe sein. Ach so, dass du das Weiße in den Augen siehst. Genau, Herr Witt, wenn du das Weiße in den Augen siehst, dann weiß ich, ob der kauft. Das Lustige ist, die haben natürlich recht, ne? Aufgrund der selbsterfüllenden Prophezeiung. Diese Truppe da, die dem Club angehören, also nicht unserem Club, sondern dem Club der Leute auf der Pity Party, die entscheiden sich auch vorher, Leute, bei denen sie keine großen Chancen sehen, mit denen ins Gespräch zu kommen, sprechen sie gar nicht an. Was ja total lustig ist, da Kontakte wirklich die knappste Ressource im Möbelhandel sind. Und die betreiben Rosinenpicken.
Rosinenpicken ist, ich warte mal, bis noch ein besserer um die Ecke kommt, woran auch immer die das festmachen. Es ist ja total selten, dass die Leute irgendwie ihren Porsche Cayenne-Schlüssel sich an die Stirn heften oder sonst wie Signale geben, die man verwerten kann. Gut. Die zweite Art, daran zu gehen, ist, sich selbst konsequent immer wieder in den richtigen geistigen Zustand zu bringen. Und dazu gibt es halt ein paar Denkmuster. Das eine ist, wie viele Kunden brauche ich jetzt eigentlich gerade? Jeder interessiert sich für Möbel, der durch den Laden läuft, egal. Vielleicht nicht jetzt, aber auf jeden Fall später. Jeder Deutsche kauft im statistischen Durchschnitt Mann, Frau, Kind, alte Omas für 400 Euro Möbel. Das heißt, ob ich den heute kriege oder nächste Woche oder in einem Jahr, ist ganz egal. Gut finde ich auch die Einstellung, ich bin so eine Art Gastgeber auf einer Party. Und meine Aufgabe ist es, die Leute zu begrüßen und dafür zu sorgen, dass sie sich wohlfühlen, ob die kaufen oder nicht. Ja, okay, das sind so ein paar Einstellungssachen. Das, was wir bewusst tun und was wir unbewusst tun, das ist recht ungleich verteilt. Wenn das der Eisberg ist, ist hier ungefähr die Wasserlinie. Wir haben nur sehr, sehr wenig für bewusste Aktionen übrig, alle Menschen. Und das meiste ist unbewusst und ist Reaktion. Aber das, was nachher rauskommt und für den Kunden sichtbar wird, ist halt die Summe von Aktion und Reaktion. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir halt die 15% oder was auch immer wir haben, bewusst steuern. Gut, ich halte Monologe, das ist immer schlecht. Wer hat ein gutes Beispiel, wo er das oder sie gut gesteuert hat? Ich höre schon wieder echt einen hässlichen Hall. Ja, hier ist Angela. Guten Morgen. Angela, schieß los. Also, ich habe gestern mal was ausprobiert. Ich bin übrigens auch ein absoluter Fan vom Thema anders sein als die anderen. Heißt nicht erfolgreich sein, ist ein Spruch von Woody Allen. Okay, also gestern kam so ein Macho-Typ ins Geschäft rein, mit dem Handy in der Hand und zeigte mir spontan ein Foto von B&B und ja, ob wir auch so ein Sofa hätten und okay, so. Dann macht ein normaler Verkäufer natürlich Folgendes, der rennt mit dem durch die Ausstellung und versucht ihm irgendwie eine Alternative zu zeigen. Funktioniert natürlich nicht, weil eigentlich hatte der Sofa bei B&B ja schon gekauft, ne? Und dann bin ich eben den Weg gegangen, also es war so ein Macho-Typ, so ein schöner, in Begleitung von zwei noch schöneren Frauen. Und da habe ich schon überlegt, wer sind die Begleiterinnen denn? Aber egal, so jedenfalls habe ich gedacht, so, jetzt packst du den und packst ihn bei seiner Ehre so ein bisschen. Ne? Also ich habe so einen, ich will nicht sagen Eisbrecher verwandt, aber ich habe gesagt, jetzt ganz ehrlich, Hand aufs Herz, was müssen wir denn bieten oder was muss denn so anders sein, dass das Sofa, was Sie ja eigentlich sowieso, für das Sie sich schon entschieden haben, besser ist, kann ja wohl nicht der Preis sein, so wie Sie aussehen, sondern es muss eventuell irgendwie ein irres Typmodell sein. Ganz ehrlich, who is perfect, wir bieten zwar schöne Möbel an, aber das können wir Ihnen nicht bieten, ein noch besseres Sofa. Also ich habe bewusst, bin so anti gegangen. Mhm. Eigentlich ist es das. Okay, dann habe ich gesagt, irgendwie will ich den ja haben, weil der sah so richtig nach Geld aus. Und dann bin ich den Weg gegangen und habe das Feld von hinten aufgezäumt. Dann habe ich gesagt, naja, ich bin so 30 Jahre in der Möbelbranche unterwegs, ich habe so ein bisschen Erfahrung und habe ihn dann so angestrahlt, angelacht. Ich habe gesagt, wissen Sie was, wir machen das jetzt total anders bei Ihnen. Also Sie sagen mir, welchen Rabatt Sie haben möchten. Sie sagen mir, was das Sofa kosten soll. Sie bestimmen natürlich das Sofa, das soll ja auch Ihres sein, aber was ich mache, ich werde Sie top beraten, besser als alle anderen. Und jetzt entscheiden Sie, ob wir das Gespräch weiterführen. Dann zog der Mann sofort seine Visitenkarte, gab mir seine Visitenkarte, also ich hatte ihn gar nicht darum gebeten, das war ehrlich gesagt so ein Joke von mir, ne? Und sagte, hören Sie mal, ganz ehrlich, ich bin gar nicht so richtig sicher, wir müssen unsere ganze Praxis neu einrichten, können wir nicht einen Außentermin machen? Da blieb mir echt die Spucke weg. Cool. Und also wie gesagt, ne, wenn ich dem diesen normalen, wie ein normaler Verkäufer halt reagiert, gesagte, ja, schauen Sie mal hier, das ist toll. Der Schuss wäre nach hinten losgegangen, weil das langweilt den Mann schon erst recht einen solchen Mann, der erfolgreich ist, eine riesen Firma hat,
hat sich hier nachher herausgestellt, den musste ich packen, indem ich anders bin als alle anderen. Und ja, jetzt habe ich am Mittwoch den Termin und ja, er hat mir einen Termin vorgeschlagen, dann habe ich den sogar bewusst abgelehnt, weil ich gesagt habe, den habe ich schon einen anderen Termin, das stimmte gar nicht. Und habe ihm gesagt, ich kann nur einen einzelnen Termin, kann ich Ihnen anbieten, das ist Mittwochvormittag, anders geht's nicht. Ja, da hat er sich jetzt drauf eingestellt. Ne? Auch da, ich habe ihm den von ihm vorgeschlagenen Termin entzogen, weggenommen. Also habe mich als Profiverkäufer verkauft, der ich auch bin, anstatt ihm hinterher zu rennen und zu sagen, ja, gerne, ich hätte gerne oder möchte gerne ihn gerne ein Sofa verkaufen. Ne? So, das war mal so dieses Anderssein-Thema. Klasse. Das war ein absoluter Erfolg, ne? Absolut. Was ich da mitnehme, Angela, ist, also erstmal schwang da zu Anfang nicht besonders viel Sympathie auf beiden Seiten. Ja, genau. Das ist natürlich ungünstig und du hast es geschafft, damit umzugehen. Ne? Viele sagen dann ja auch einfach, das geht dann halt nicht. Dann hast du ihn sehr, sehr schön hinten rumgehoben mit dem Satz, bei Ihnen kann es ja auf den Preis gar nicht ankommen oder bei jemand wie Ihnen. Genau. Das fällt den Menschen recht schwer zu sagen, ne, ich sehe zwar so aus, aber eigentlich bin ich doch arm und muss hier über den Preis verhandeln. Also wenn man Menschen positive Unterstellungen macht, was du getan hast, oder positiv ist das ja gar nicht, dass man viel Geld hat, aber immerhin viele Leute finden das gut fürs Ego. Und denen sagt, hier, du bist bestimmt reich und Preis ist kein Thema, dann kriegt man die rumgehoben. Und dann hast du total sein Muster gebrochen. Du bist erstmal in mich reingegangen, hey, dein Wille komme und dein Wille geschehe. Und dann hast du ihm aber klar gemacht, nach meinen Regeln. Und zwar genau an dem Tag, den ich will. Klasse, absolut Muster gebrochen. Wenn du dem gesagt hättest, wie soll ihr neues Sofa aussehen, wärst du raus gewesen. Genau. Okay. Gut. Warum wollen viele Menschen nicht angesprochen werden? Warum platzen wir normalerweise in der Kontaktphase ab? Die meisten Menschen lernen nie fremde Menschen kennen. Wenn man eine Umfrage macht auf der Straße, wie viele Leute haben sie kennengelernt? Also über guten Tag und hier sind 30 Cent Rückgeld hinaus. Dann ist die Antwort bei den meisten Menschen null. Und deswegen haben die Angst davor, andere Menschen kennenzulernen. Jeder Mensch hat so eine Sicherheits- oder Komfortzone. Da drin sind alle Situationen, mit denen er sich sicher fühlt. Alle Situationen, die er kennt, damit fühlen wir uns sicher. Und Möbel kaufen zu gehen, liegt für die meisten Menschen außerhalb ihrer Komfortzone. Das war jetzt mit Angelas Alpha-Tierchen nicht so. Aber die meisten Menschen kommen in ein Möbelhaus und die wissen unterbewusst, A, sind die in der Überzahl und B, sind die besser vorbereitet. Wenn wir jetzt auf jemanden zugehen, der außerhalb seiner Sicherheitszone ist, der in der Mehrheit überhaupt noch nicht entschieden hat, dass er ein Sofa haben will oder eine Küche haben will, der braucht kein Sofa. Und dann als erstes sagen, hier, ich will dich beraten oder suchen Sie ein Sofa, dann ist die Gefahr oder nein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, bei ungefähr 1:3. Die Kunden fürchten sich dafür, dass der Kontakt, wie auch immer sie den machen, dazu führt, dass sie entweder was kaufen müssen oder dass sie Nein sagen müssen. Beides empfinden die als schmerzhaft und als Überwindung. Und deswegen sagen sie gleich Nein zu Kontakt. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass wir denen als erstes das Gefühl vermitteln müssen, dass wir nichts verkaufen wollen. Zumindest nicht in dieser Phase. Und wenn wir über Ware reden, dann positionieren wir uns als staatlich bestellte Warenbeauskunfter. Auf diesem Bereich gibt es überhaupt keine Loyalität und es gibt sehr, sehr viel Ablehnung. Also, die fürchten sich vor einer Beratung und wollen sich lieber umschauen. Klar kann man dann hinterher dackeln und vielleicht doch noch ins Gespräch kommen. Nur dann geht es halt einmal richtig ungünstig los, meiner Meinung nach. Und vor allen Dingen ist es so wie überall sonst auch. Die Kunden denken mehrheitlich auch, sie könnten ohne Beratung kaufen. Ich nenne das die Ikeaisierung des Möbelhandels. Ikea hat irgendwie dazu geführt, dass die Leute denken, man läuft einfach so lange durch ein Möbelhaus, bis man vor dem richtigen Sofa steht und dann fängt man an zu bellen und dann kriegt man das. Oder dann kommt ein Verkäufer und sucht einem das dann in der richtigen Konfiguration raus. Die Kunden haben enorme Angst in dieser Phase, eine falsche Entscheidung zu treffen.
Für die meisten Leute geht es auch bei einem Sofa um das Mehrfache des monatlich verfügbaren Budgets. Die Kunden haben Angst vor Kaufkater, fürchten sich vor Beeinflussung und deswegen ist es total ungünstig, als erstes mit einem Beratungsangebot oder über Ware zu sprechen. Ein zweiter Grund, der dagegen spricht, über Ware einzusteigen, sind die Distanzzonen. Das sind keine Zonen, die man sehen oder messen kann. Ganz außen, die äußerste Distanzzone, das sind Fremde. Davon gibt es geschätzte 7 Milliarden auf der Welt. Und es gibt ein paar Regeln, wie man mit Fremden kommuniziert. Und ohne eure Eltern zu kennen, weiß ich, was die euch gesagt haben. Angela, was macht man mit Fremden nicht? Sprechen. Jo. Angela, mit Fremden spricht man nicht. So, ich weiß auch, dass deine Mama dir noch was gesagt hat. Fremden geht man nicht auf den Nerv. Fremde lässt man in Ruhe. So, jetzt haben wir dummerweise oder interessanterweise einen Beruf ergriffen, der es erfordert, konsequent mit Fremden zu reden und Fremde gegen ihren Willen in ein Beratungsgespräch und in ein Gespräch zu verwickeln. Das ist so. Wer wartet, bis die Leute auf ihn zulaufen, ihm um den Hals fallen und sagen, können Sie mich beraten, der kriegt halt immer nur die vorbedienten Kunden ab. Also, das sind die Fremden. Mit Fremden darf man nur kommunizieren, nonverbal, durch Blickkontakt, schon Fremden anzulächeln. Probieren Sie mal an der Bushaltestelle. Entweder hängt er Ihnen danach am Bein oder der denkt, Sie wären komisch drauf, je nachdem. Also mit Fremden darf man relativ wenig kommunizieren, zumindest in Deutschland. Die nächstinnere Schicht sind geschäftliche Kontakte. Da ist schon wesentlich mehr erlaubt. Mit Geschäftskontakten redet man. Man gibt denen auch die Hand, man unterhält sich auch, man darf auch Fragen stellen. Aber über welche Themen darf man mit geschäftlichen Kontakten reden? Und über welche nicht? Ja, nur über geschäftliche Themen. Genau, da gibt es ganz klare Regeln. Und geschäftliche Kontakte holt man auch nie zu sich nach Hause in seine Wohnung. Also wenn ich einen Möbelhausbesitzer, mit dem ich schon 2 Jahre zusammenarbeite und den wirklich gut kenne und ihn respektiere und er respektiert mich auch und findet mich auch ganz in Ordnung, wenn ich den frage, wie läuft's denn zu Hause bei Ihnen, dann denkt er, hey, geht's noch? Also diese nächste Schicht hier, die geschäftliche Schicht, da ist es halt erlaubt, über Geschäftliches zu sprechen. Und das ist, was sind die geschäftlichen Themen, über die man im Möbelverkauf sprechen kann? Seht ihr übrigens noch eine Präsentation oder ist die mir hier abgeschmiert? Nee, die ist der Kreis. Ja, okay, Distanzzone, prima, alles klar. Welche geschäftlichen Themen gibt es denn, wenn es um Möbel geht? Ja, Trends. Okay, ja. Würde sprechen. Preis, Trend, Materialien, ne? Beschaffenheit, wie das konstruiert ist, wie man das Sofa zusammenstellt. Von diesen 4, 5 Sachen, die ihr hier aufgezählt habt, Preis, Trend, also ist das modisch, ist es nicht modisch, Beschaffenheit, Materialien, worüber kann der Kunde wirklich vernünftig mit uns reden, weil er sich auskennt? Da habe ich blöd gefragt. Über nichts. Nee, eigentlich nur über nichts wahrscheinlich, er hat kein Fachwissen. Ja. Über nichts, der kann über nichts reden. Wenn man Kunden am Sofa aufliest, was soll der fragen? Der fragt auch immer das Gleiche. Der fragt, was kostet das? Wenn wir einen Kunden beobachten, der durch eine Polsterfreifläche geht, und wenn ich euch sage, macht mal eine typische Handbewegung, jetzt haben wir hier keine Kamera, dann macht jeder Möbelverkäufer so eine leicht drehende Handbewegung aus dem rechten Handgelenk. Denn was die Kunden tun, ist Preisschilder umdrehen.
weil es das Einzige ist, was sie tun können. Die wissen ja nicht, dass das mundgekautes Nappa-Leder ist. Oder die wissen in der Regel auch nicht, dass das eine Lackfront ist. Überhaupt Leute, die auf einen Küchenberater zukommen und Fachvokabular wie Front benutzen, ohne im Krieg gewesen zu sein, die sagen uns eins, sie sind vorbereitet. Und zwar von einem anderen Verkäufer, der es auch nicht geschafft hat, sie mit einer Küche glücklich zu machen. Das Riesenproblem, wenn wir über Ware reden, ist, wir sind sofort auf der geschäftlichen Ebene. Und auf der geschäftlichen Ebene geht es um Ware, um Beschaffenheit, um Material und um Preis. Und da das Einzige, wo der Kunde mitreden kann, der Preis ist, denn es ist verdammt nochmal sein Geld und jeder hat irgendwie ein Gefühl dafür, ob 2000 Euro viel oder wenig sind, geht es auf dieser Ebene um den Preis. Und es ist noch ein Problem. Auf dieser Ebene gibt es relativ wenig Loyalität. Da geht es nicht drum, das ist die Tatjana oder das ist die Angela, sondern da geht es drum, das ist das Sofa von RMW oder von Who's Perfect. Und wer die Dienstleistung macht, das ist auf der geschäftlichen Ebene mal total egal. Das kann man sehr gut sehen bei Möbellieferanten oder Möbelherstellern. Da gibt es einige, da haben die Leute es geschafft, wirklich persönlich mit den Inhabern eine Beziehung aufzubauen. Und die verkaufen noch zu einigermaßen anständigen Konditionen. Und es gibt andere, die haben keine Beziehung, die reden nur über Konditionen und Konditionen als Prozente und die werden an die Wand gedrängt und aus dem Markt gedrängt. So, die nicht innere Schicht hier, das sind Menschen, die wir persönlich kennen, also Leute aus unserem gesellschaftlichen Umfeld. Das kann der Nachbar sein, mit dem wir aber schon mal ein Bier getrunken haben. Das kann irgendwer sein, den wir aus dem Fußballverein kennen, mit dem wir schon mal irgendwie uns unterhalten haben. Oder die Mami, die beim Fußballspiel an der Seitenlinie saß und mit der wir uns unterhalten haben, darüber, was ihre Söhne so machen. Das ist die gesellschaftliche Ebene. Da sind jetzt noch mehr Sachen erlaubt. Die gesellschaftliche, persönliche Ebene. Denn das nächste Mal, wenn ich die Mama treffe, mit der ich mich da unterhalten habe, dann kann ich die durchaus fragen, wie geht's denn ihren Söhnen? Und wenn ich den, mit dem ich auf der Bierbank gesessen habe, zusammen frage, Mensch, wir waren ja neulich zusammen auf dem Straßenfest, wie ist denn so die Nachbarschaft in Ihrer Straße, dann ist das kein Problem. Also auf dieser persönlichen Ebene ist wesentlich mehr erlaubt. Und jetzt ist die große Frage, wo müssen wir hin, um sicher zu verkaufen? Auf welche dieser drei Ebenen, die ich genannt habe? Die letztgenannte. Ja, wir müssen auf die persönliche Ebene. Und zwar bevor wir über Ware reden. Die meisten Leute denken, ja, ich rede erstmal über Ware und dann mache ich einen Eisbrecher. Die lügen sich in die Tasche. Wenn du dich erstmal als Warenbeauskunfter positioniert hast, ist es sehr, sehr schwer, da wieder runterzukommen. Es gibt dann noch eine Ebene ganz, ganz tief drin. Das ist so der engste Kreis. Kinder, die besten Freunde, der Partner. Da müssen wir nicht hin. Das ist auch noch nicht mal günstig, da zu sein. Sondern wir müssen auf der Ebene sein, wo der Vereinskumpel ist. Wir alle wissen das, wenn ein Besucher reinkommt, der hat Angst, der guckt sich um. Ach du Schande, die wollen mich hier bedienen. Stellt euch nur mal vor, das ist einer, der euch aus einer sozialen Situation kennt. Keine Ahnung, Straßenfest. Der kommt auf euch zu, der läuft nicht vor euch weg. Der lässt sich völlig problemlos beraten. Und die Voreinstellung ist erstmal, ich traue dem und ich kaufe bei dem, wenn das hier irgendwie passt. Warum? Weil der 5 Minuten neben euch auf dem Straßenfest war und mit euch geredet hat. Das ist doch interessant, oder? Und was müssen wir machen für alle, die wir zufällig nicht auf dem Straßenfest getroffen haben? Wir müssen irgendwie diese 5 Minuten Straßenfest oder was auch immer, die 5 Minuten beim Fußballspiel der Kinder, müssen wir nachstellen. Die Zeit müssen wir uns nehmen, bevor wir über Ware reden. Das ist Eisbrecher.
Eisbrecher ist nicht rauszukriegen, was der will. Wenn ich eins bei euch oder euch mitgeben kann, ist diese Schnellficker-Mentalität im Verkauf abzulegen. Es gibt ganz paar Sachen im Leben, die nicht besser werden, wenn man sie schneller macht. Und Beziehungsaufbau und Kontaktaufbau beim Verkaufen gehört dazu. Die andere besprecht ihr zu Hause. Diese 5 Minuten oder wie viel auch immer es ist, man sieht das ja, mag der mich jetzt oder mag der mich nicht. Aber die Zeiten müssen wir uns nehmen. Sonst sind wir wie alle anderen und sonst sind wir staatlich bestellte Warenbeauskunfter. Und sonst haben wir genau die gleiche Chance wie alle anderen und genau die gleiche Chance wie immer. Und dann gilt die Regel, das kannst du schon so machen, aber... Das ist Kacke. Wie ging es weiter? Das ist Kacke. Dann ist es halt Kacke. Okay. Es hilft total, sich das Verkaufen auch im Kopf in Stufen einzuteilen. Deswegen haben wir auch dieses Stufensystem irgendwann mal geschaffen. Und es hilft total, nur die nächste Stufe im Auge zu haben, das Ziel dieser einen Stufe. Denn wenn ich auf jemanden zugehe, oh Leute, der Nachhall nervt wieder total. Ich werde dann auch langsam und zögerlich und dann macht das doch für alle keinen Spaß. Also, drücken mal alle auf Sternchen 6, die sich da als Schuldige vermuten. Schuldige sind meistens Leute, die das auf Lautsprecher gemacht haben. Darauf steht nicht die Todesstrafe, sondern Sternchen 6. Okay, ich glaube, es ist besser. Naja, gut. Wir haben besprochen, 55% von dem, was beim anderen ankommt, ist Körpersprache in der Kontaktsituation und 38% ist die Stimme. Beides können wir nicht besonders gut steuern. Und wenn wir jetzt auf jemanden zulaufen mit der Idee, ich will den bedienen oder ich will dem unbedingt was verkaufen, dann sagen halt insgesamt 93% Körpersprache und Stimme, ich will dir eine Beratung verpassen und ich will dir, wenn irgendwie möglich, was verkaufen. Und das wirkt abschreckend in dieser Phase, denn derjenige will in der Regel in der frühen Phase nicht beraten werden und der will nicht unbedingt was kaufen. Wir verkaufen Luxusgüter, die Leute sitzen zu Hause nicht auf Apfelsinenkisten, die Sofas bei uns kaufen. Also der Trick ist, nicht sofort an den Abschluss zu denken, sondern erstmal nur das Ziel im Kopf zu haben, ich will, dass derjenige lächelt und sich gern mit mir unterhält. Ja, ich will so weit kommen, dass der von sich aus nicht die Unterhaltung beenden würde. Warum? Weil es netter ist mit mir als ohne mich. Und deswegen waren die Aufgaben zu Anfang, wenn ihr euch erinnert, aus den frühen Coach-Me-Tagen, waren immer, sorg dafür, dass du pro Tag 10 Leute zum Lächeln bringst und ein Gespräch mit ihnen anfängst und die so weit kriegst, dass sie das Gespräch von selbst nicht mehr abbrechen wollen. So, jetzt muss mal jemand anders reden, denn ich bin genervt. Also, was sagt ihr dazu? Ja, ist ganz logisch eigentlich, ne? Weil ich würde natürlich bei einem Freund lieber kaufen als bei einem Unbekannten, weil dem Freund vertraue ich. Und wenn der dann noch die Fachkompetenz hat und ich das Gefühl habe, dass der mir nicht was verkauft, dann eher berät, um dann natürlich dafür Geld zu nehmen, weil umsonst gibt es nichts im Leben, dann bin ich natürlich schneller dabei. Und deshalb ist die emotionale Ebene ist natürlich das A und O. Also wenn ich das nicht hinkriege, dann, also hier, wir bei uns in der Firma, wir sagen immer, wenn es nicht klappt, also wir sagen immer, der Kunde sucht sich den Verkäufer aus. Also nicht, dass wir nicht auf den Kunden zugehen, sondern wenn wir spüren, das klappt irgendwie nicht, dann machen wir untereinander Handbewegungen und sagen, du pass auf, mach du hier weiter, ich komme hier irgendwie nicht mit zurecht. Und das ist genau das Thema emotionale Ebene. Wenn ich das nicht schaffe, aus irgendwelchen Gründen,
es hatte nichts Schlechtes mit einem selbst zu tun, sondern es ist manchmal so, dann klappt es bei einem anderen vielleicht viel besser. Und das beweist eben, dass die emotionale Ebene ja eben sehr, sehr wichtig ist. Also ist ganz logisch. Ja, super, danke, Angela. Diese emotionale Ebene müssen wir herstellen, bevor wir über Ware reden. Ansonsten ist die Abschlusswahrscheinlichkeit halt genauso wie bei allen anderen Möbelverkäufern auch. Und wir sind ja angetreten, um wesentlich mehr hinzukriegen. Gut, lass uns dazu auch gar nicht so viel mehr machen. Vielleicht noch ein Beispiel aus meiner Erfahrung. Ich saß einmal wirklich auf einem Dorffest oder auf einem Straßenfest. Neben mir saß eine Dame, ungefähr so alt wie ich. Gesagt, ich habe ein Gespräch angefangen, wie geht's, wie wohnst du auch in Glashütten und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gefragt, was machst du beruflich? Und er sagte, ich bin die Bürgermeisterin. Ich sagte, das ist ja interessant, was macht man denn mal so? Die Frau wusste natürlich, und die hat natürlich zurückgefragt, und was machst du? Ich gesagt, ich sage dafür, dass aus Möbelhäusern mehr Leute rauskommen, mehr und mehr Verträge rauskommen, obwohl weniger Leute vorne reingehen. Ich kann nichts mehr hören, so doll ist der Nachhall. Ich kann dich nicht mehr hören. Ja, das ist echt scheiße. Okay, ich stelle alle anderen aus. Wie geht das hier nochmal? Müsste hier sein, ne? Jetzt war ich auch nicht zu hören, oder? Nein. Nee. Kam Musik. Okay, warte mal. Ich weiß jetzt aber, wie es das nächste Mal geht. Ich wähle mich nämlich mit dem Organisator-Code ein und dann bin ich Chef und kann die anderen stumm schalten. Aber irgendwie scheint es jetzt besser zu sein, oder? Ja, besser, wesentlich. Ja. Okay, gut. Also das Witzige war, die Bürgermeisterin hat mich auch gefragt, was ich mache, habe ich erzählt. Und dann fragte sie, welches denn meine idealen Kunden sind und hat mich danach in mehrere Möbelhäuser empfohlen. Und die hatte ja keine Ahnung, ob ich das, was ich tue, gut mache oder nicht. Das Einzige, was die hatte, war 5 Minuten auf einer Bierbank, die wir uns unterhalten haben. Genau das Gleiche ist mir mal passiert. Da stand ich in der Schlange vor einem Buffet, habe den vor mir kennengelernt. Und was machst du so? Ich bin IHK-Präsident. Ich habe gesagt, Mensch, was macht man denn da so? Ist ja interessant. War mein Schwiegervater auch mal. Da kannte der meinen Schwiegervater. So, mittlerweile, ich bin mit dem noch immer per Du. Und jetzt war meine Frau auf einer Veranstaltung. Interessanterweise kam der auf sie zu und sagte schon zu meiner Frau, ja, wir waren ja auch per Du. Und wo kann ich dich denn hin empfehlen? Also dieses Thema, wir kennen uns und wir mögen uns und Leute, die wir kennen und mögen, mit denen machen wir Geschäfte, das ist einfach irre stark. Leute, lasst uns für heute Schluss machen. Ich denke mal, das mit dem Ton ist ungünstig. Das nächste Mal brauchen wir, glaube ich, 2 Sachen. Einmal eine Sternchen-6-Strategie. Ich weiß nicht, was genau das Problem ist, aber auf den meisten Telefonen gibt es links unten ein Sternchen und die 6 ist in der Mitte rechts. Und wenn man das drückt, sorgt das dafür, das hört man dann auch, dass man stumm geschaltet wird. Und dann haben wir nicht diese wahnsinnigen Nachhaltinger. Vielleicht eine Idee noch. Ja. Wenn man sich übers Internet einwählt, kannst du auch über diesen Button, also jetzt beim Smartphone, anklicken, übers Internet einwählen und dann darüber den Lautsprecher mit einer Taste nur lautlos stellen. Vielleicht hat das der ein oder andere noch nicht gefunden. Ja, okay. Also hier kann man über Computer einwählen. Auf dem Handy geht das auch, das ist super. Wenn ich mich über den Computer einwähle, dann ist oft die Verbindung ein bisschen mies. Ne? Also das vorhin war ich über Computer eingewählt. Aber wenn man nicht die ganze Zeit spricht, dann macht es ja nichts. Ich glaube, meine Predigt hat gerade mal gewirkt und jetzt ist auch besser.
Wir können noch eine Sache machen. Ich habe ein paar Statistiken und da können wir jetzt nochmal drüber gucken. Gucken wir mal kurz drüber. Ich weiß nicht, wessen Statistik das ist. Das Erste, was ich tue, ist, ich bilde die Summe. Ne? Dazu gibt man ein Plus und dann Summe und dann eine offene Klammer. Und dann hat man die Summe. Jetzt gibt es auch noch einen Excel-Kurs. Und dann kopiert man diese Formel mit Command oder Steuerung C in die anderen Zellen. Was sehen wir bei diesem Menschen, wer auch immer es ist? Ich habe es mir nicht gemerkt. Wer möchte die Zahlen mal kommentieren? Ich sehe es nicht, da zeige ich gerade was, aber das ist wahrscheinlich, weil die Internet eben weg war. Okay. Aber jetzt wollte ich mich nicht nochmal einwählen. Okay. Paul scheint ja echt der Wurm drin zu sein. Gut, Leute, dann lass uns Schluss machen. Oder sehen die anderen was? Also ich sehe es. Okay, gut. Ich sehe es. Dann lassen wir drüber reden. Was hat derjenige hier, was sehen wir hier? Der hat 104 Personen angelächelt, 74 in Kontakt gekriegt, daraus 55 Gespräche, 31 Aufträge, 73.000 Euro Umsatz bis jetzt. Also erstmal hat eine Abschlussquote von deutlich über 50%. Das ist gut. Der kriegt 74% aller Kontakte in ein Gespräch. Was würdet ihr dem für Tipps geben? Woran kann er wahrscheinlich arbeiten? Vielleicht auch ein bisschen so kontinuierlicher das Lächeln, weil er hat zwei große Spitzen drin und dann teilweise gar nichts. Ja, ganz interessant, ne? Das liegt dran, dass derjenige wahrscheinlich vergessen hat, Striche zu machen. Ich war's. Okay, gut, dann ist das unproblematisch. Ansonsten würde ich ein Problem mit der Haltungssteuerung vermuten, aber... Das kann sein, wenn du einfach nicht gemessen hast. Das Gute ist, wenn du halt Büroklammer nimmst, dann das macht es wesentlich leichter. Das hatte ich mir vorgenommen, ja, richtig. Klasse. Also ich würde sagen, bei der Gesprächsquote geht noch was. Du kriegst 74%, also 3 von 4 von einem Kontakt in ein Gespräch. Wenn du die Art, wie du ins Gespräch gehst, umstellst, spricht viel dafür, dass du dann noch ein bisschen höher kommst. Mhm. Also das wäre für mich der nächste Schritt. Und der wichtigste Schritt, wenn du an die erste Folie denkst, findet davor statt, eine klare Zielsetzung, nämlich ich will diesen Menschen zum Lächeln bringen und ich will den dazu bringen, dass er sich gerne mit mir unterhält. Und dann die Abfrage, bin ich dafür jetzt in der richtigen emotionalen Verfassung? Wenn nicht, wie bringe ich mich, indem ich einen Anker abfeuere, möglichst schnell in diese Verfassung? Also, auch wenn ich mich selber erwische, dass es nicht so rund läuft, ist es meistens, dass ich diese Sicherheitsabfrage, bin ich in einer optimalen Verfassung, nicht gemacht habe oder mir nicht die Zeit genommen habe, mich in die optimale Verfassung zu bringen. Jede Leistung, die wir bringen, ist zustandsabhängig. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir in einem optimalen Zustand sind, ist die Leistung nicht optimal. Gut, ich habe noch einen Verkäufer-Navi. Das ist jetzt ein Küchenmann oder eine Küchenfrau. Der setzt seine Kontakte zusammen aus persönlichen Kontakten und aus telefonischen. Mein Kalender ist ganz aufgeregt, denn um 9 ist die nächste Telekonferenz. Hat 21 Gespräche und unterscheidet zwischen Gesprächen vor der Planung und Planung, die er nach den Gesprächen macht, 13 Kaufverträge.
Was wir als erstes machen, ist mal, wir rechnen uns aus, wie viele Leute er in seine Gespräche kriegt. So, er kriegt 44% aller Kontakte, kriegt er zu einem Gespräch vor der Planung. Da sind Telefonkontakte dabei. Aber da würde ich sagen, das ist schon die erste Sache, wo ich sage, da scheint noch was zu gehen. Da könnte man mit einer Strategie rangehen. Dann kriegt er 76%, das heißt 3 von 4 kriegt er in eine Planung. Viele Küchenverkäufer sind sehr, sehr große Fans der Planungssoftware und stehen drauf, halt möglichst schnell zu planen, weil sie sich da sicher fühlen. Das Problem ist, Küchenplanen ist halt auch auf der geschäftlichen Ebene angelegt und von daher nicht besonders, also nicht der beste Ort, um Loyalität und Vertrauen aufzubauen. Viele sagen, ja, ich habe mit meiner Planung überzeugt, das ist gequirlter Unsinn. Der Kunde kauft aufgrund eurer Persönlichkeit bei euch, denn die Planung kann er auch woanders kriegen. Oder er kauft nicht. Gut, Abschlussquote, KV Gesamt, durch Gespräche. 81% der Planungen werden abgeschlossen. Wo würdet ihr demjenigen einen Tipp geben, da geht, wo noch was geht? Bitte? Okay, auf jeden Fall hier relativ vorne im Prozess. Ne? Aus 36 persönlichen und 11 telefonischen Kontakten kann man mehr als 21 Gespräche vor der Planung machen. Vielleicht das erste Gespräch durchaus in der Kohle stattfinden lassen. Denn so eine Sollbruchstelle ist, den Kunden an den Schreibtisch zu zerren, da weiß der Kunde schon, dass da irgendwas als nächstes passiert. Also da ist hier noch was zu machen. Gut, lass uns Schluss machen. Gleich wählen sich sowieso die Nächsten ein. Das nächste Mal kriegen wir das mit der Tonqualität besser hin. Und dann machen wir wieder eine schöne Telekonferenz. Also, ich wünsche euch einen starken Tag und wer Gesprächsbedarf hat, ich bin heute wieder relativ viel im Auto und dann schnacken wir. Also, viel Erfolg, starke Umsätze. Danke. Und einen schönen Tag. Ciao, ciao.